bin so, so, so aufgeregt. Steht drauf, dass ich das geschrieben habe. Und es ist das erste Ding, was ich mache, das erste Produkt, was ich mache, was man in die Hand nehmen kann. Und es ist echt so, 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 so schön geworden. Es ist mein Probedruck. Und der hätte auch richtig scheiße aussehen können, aber er ist perfekt. Sieht so, 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 so schön aus. Das ist meine, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Also was hier heute gerade mit der Post kam, ist mein Kinderbuch, was ich geschrieben habe. Und ich habe sehr, sehr viele Monate an diesem Buch gearbeitet. Und die letzten Wochen, die letzten Monate waren wirklich sehr, 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 sehr hart, weil ich mit sehr vielen Ängsten zu kämpfen hatte, dieses Buch wirklich fertigzustellen und ja, online zu stellen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum es war, aber ich hatte so große Blockaden. Ich habe einfach zeitweise nicht daran gearbeitet. Ich hatte so große Ängste, es wirklich fertig zu machen. Also die Angst davor, dass es nicht gut ist, ne? Dass es mir nicht zusteht, ein Buch zu veröffentlichen, wo mein Name draufsteht, was man kaufen kann. Und jetzt ist es halt da. Und ich habe es halt nach so vielen Monaten geschafft und die letzten Wochen, die waren echt so doof und wir hatten ganz viele technische Probleme jetzt auch und jetzt ist es halt einfach da und ich kann es in der Hand halten und ich kann es dann gleich meiner Oma zeigen und meiner Mama zeigen und ich kann es heute Abend den Kindern zeigen und ich kann den Kindern daraus vorlesen. Und ich habe es halt einfach geschafft, wir haben es geschafft. Mit meiner wundervollen Illustratorin zusammen, die echt viel, glaube ich, mit mir aushalten musste. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an dich. Und du hast es alles so umgesetzt, wie ich das wollte. Es ist einfach perfekt geworden. Und ich sehe es jetzt wirklich das erste Mal, nicht nur am PC, sondern wirklich in real und wie ihr es dann auch bekommt. Und auch wie die Größe sich wirklich in echt anfühlt. Also wir haben nicht so eine normale Buchgröße genommen, wir haben ein bisschen was anderes genommen, ein bisschen was anderes gemacht. Und es ist einfach so schön. Weil ich das gemacht habe, weil wir das gemacht haben. Und weil da wirklich einfach mein Name draufsteht. Und ich möchte es euch natürlich gerne auch ein bisschen zeigen. Also wie gesagt, das ist nur mein Druckexemplar. Ihr habt dann diesen Streifen selbstverständlich nicht. Und das ist mein Buch. Das ist mein Kinderbuch. Das ist Prinz und Prinzessin farbenfroh aus dem Regenbogenwald. Wie sollte es anders sein? Von Julia Ressel und das, was ihr nicht so gut lesen könnt, illustriert von Melanie Gürtler. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Instagram-Account meiner Illustratorin unten in der Infobox. Also all diese wunderschönen Bilder, die hat alle sie gemacht. Das ist alles von ihr. Und ja, Prinz Philipp und Prinzessin Pippa farbenfroh leben im Schloss nahe des Regenbogenwaldes. Begleite sie auf ihren Abenteuern und entdecke die Magie des Waldes. Sechs Entspannungsgeschichten für Kinder ab 3 Jahren zum Vorlesen. Oh mein Gott. Ja, natürlich habe ich dieses Buch meinen wundervollen Kindern gewidmet. Und hier steht eines meiner Lieblingszitate noch von Astrid Lindgren. Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen. Und zu Beginn des Buches habe ich auch nochmal geschrieben, was Entspannungsgeschichten sind. Und hier steht: Unsere Kinder brauchen mehr denn je Oasen der Entspannung und Möglichkeiten, vom Alltag abzuschalten. Durch Entspannungsgeschichten lernen Kinder, sich selbst zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Diese Geschichten können einfach ein schönes Ritual vor dem Schlafengehen sein, um dem Kind das Einschlafen zu erleichtern. Oder eine Möglichkeit, dem Kind auch während des Tages eine kleine Pause zu ermöglichen und ihm zur Ruhe zu verhelfen.
Dies erfordert keine besonderen Fähigkeiten. Die Geschichten sollten einfach nur ruhig und langsam vorgelesen werden. Am besten entspannen Kinder im Liegen und mit geschlossenen Augen. Wir können ja mal ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurz durchblättern, damit ihr auch einen Eindruck von den wundervollen Illustrationen bekommt und wie das Buch so ein bisschen aufgebaut ist. Ich liebe es so sehr. Die Kinder haben schön was zu schauen, während ihr vorlest. Und es ist einfach so unglaublich schön geworden und es ist so ein tolles Gefühl und so ein wundervoller Tag. Und ich wollte das einfach immer unbedingt machen. Ich wollte ein Buch rausbringen. Und es gibt ja nun schon das E-Book von mir, aber ich wollte ein richtiges Buch, was man in die Hand nehmen kann. Und ich wollte ein Kinderbuch schreiben und das habe ich jetzt einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Hier, meine wundervolle Illustratorin. Folgt ihr gern, schaut euch gerne an, was sie macht. Das ist wirklich genau der Stil, den ich gesucht habe, was das Kinderbuch haben sollte. Und ich bin so dankbar, dass es sie gibt und dass sie das Projekt mit mir umgesetzt hat. Und das zeigt halt wieder so dieses, ich wollte das machen. Ich wollte ein Kinderbuch schreiben und deswegen habe ich es halt einfach gemacht. Es war stressig, es war furchteinflößend. Und ich habe es halt einfach gemacht und dabei ist es jetzt sogar völlig egal, ob das irgendjemand kauft. Ich habe ein Buch in meinem Buchregal stehen, wo mein Name draufsteht, weil ich das geschrieben habe. Und weil das nicht nur irgendein Produkt, ne, das ist nicht so wie der Audiokurs oder wie ein YouTube-Video oder so. Das ist was, was man anfassen kann. Das ist ein unglaubliches, unglaubliches Gefühl. Und ja, es ist ab heute für euch auch auf Amazon verfügbar und ihr könnt es jetzt bestellen, wenn ihr mögt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es dann bestellt habt, wenn ihr mir auch eine Rezension dann auf Amazon schreiben würdet. Und ich bin gespannt, was jetzt alles kommt, was jetzt alles passiert. Und es ist einfach so surreal, es ist so verrückt.